Ja, Glück auf und Vorhang auf zu einer neuen Mini-Aufnahme der Chroniken eines Dorfes. Ja, das wird eine ganz kurze Aufnahme, Moselbert. Denn ich gehe erstmal hin, wo es wichtig ist. Ja, seid gegrüßt, meine lieben Freunde. Wird heute eine ganz kurze Aufnahme. Ich hätte ja schon mal erwähnt, dass ich gerade wenig Zeit habe, was natürlich äußerst ärgerlich ist. Und ich habe auch keinen Kies dabei, um dieses Loch zu stopfen. Ja, und zwar geht es hier um diese Ecke, ne? Wir hatten ja hier angefangen, den Hafen zu bauen, und das ist auch alles wunderbar. Soweit, so gut, würde ich mal sagen. Und zwar folgendes. Ich werde den weiterbauen, auf jeden Fall. Das wird auch so ungefähr aussehen. Hier kommt natürlich dann noch über Wasser rein. Und dann ist ja noch was. Und zwar diese Fläche hier hinten. Diese riesige Fläche. Mit diesem riesigen Dreckberg. Die muss weg. Ah, da müssen wir eine Menge schaufeln. Da ist eine Menge Arbeit. Ich gehe jetzt mal hier durch. Also ihr seht ja, oder? Was hier an Erde rumliegt allein, das ist schon der Hammer. Da liegt sogar ein Ei. Heppa! Von diesem Huhn. Du warst es. Du hast mir die ganze Gegend mit Eiern verseucht. So. Das hast du jetzt davon. Hier müssen vielleicht auch noch mal ein paar von den Bäumen weg, weil hier soll ja Neuhundsgrab sozusagen entstehen. Oder Neuhafen. Oder mal sehen, wie wir diesen Dorfteil, ich mag noch gar nicht zu wagen, das Ding Stadtteil zu nennen. Nennen. Aber das soll hier entstehen, ne? Also es wird sich hier ausbreiten. Der Hafen geht dann bis hier vorne. Ja, so ist zumindest der Plan. Und schaut euch das nochmal alles ganz genau an, denn ich werde gleich an den Brunnen springen. Das ist meine Absicht. Deshalb diese ganz kurze Aufnahme. Jetzt sind wir aber 1 Minute und 50 Sekunden. Das ist natürlich noch ein bisschen wenig. Diese Höhle hier, ne? Diese, das hier war ja die erste Höhle, in die wir reingegangen sind. Und die beginnt ja im Grunde schon hier. Die wird hier noch ihren Anschluss finden zum Hafenbereich. So ist zumindest der Plan. Und das Ganze mache ich aus dem Grund, weil ich dann langsam mal mit der Apotheke starten will. Mit neuen Gebäuden für Hundsgrab. Und wir müssen ja auch vorankommen. Und deshalb haben wir ja einen magischen Brunnen. Aber vorher gucke ich mal auf meinen Notizzettel, der unter der Mausunterlage liegt. Deshalb hole ich die, kram ich den jetzt mal vor. Und da steht von Kono. Kono. Kono 1904. Ich hoffe nicht, dass das sein Geburtsdatum ist, weil dann ist er schon sehr, sehr alt. Der hat mir nämlich geschrieben, dass das noch Pulver in der unteren rechten Kiste ist. Unten rechts. Und er hat recht. Da sind tatsächlich noch 3 Schießpulver, die wir jetzt momentan aber nicht gebrauchen können. Ich packe jetzt mal hier das ganze Kram, was ich hier mit habe. Packe jetzt alles einfach mal hier in die Kiste. Wir werden uns dann auch nochmal eine Extrakiste anlegen mit Sammelgütern. Das Zeug können wir mitnehmen, das passt hier nun wirklich nicht rein. Der Sand kommt hier oben rein, in die Sandkiste. Da können wir uns nochmal ein paar Blöcke hier, ne, Sandstein von machen. Und auch mal ein paar von diesen Spezialsteinen. Und die Erde, die kram ich jetzt einfach mal hier hinten in die Kiste. Hallo Jungs, wie geht's? Ja, ich kram ich mal hier hinten in die Kiste. Da haben wir ja noch eine, genau. Wir haben noch eine Dreckkiste, die noch nicht voll ist. Weil die ganze Erde werden wir brauchen für die ganzen Terraforming-Sachen, die wir hier vorhaben. Also die ich vorhabe, die ihr ertragen müsst, sozusagen. Denn wir müssen ja noch hier oben. Oh, ich habe voll den Hunger. Gott sei Dank habe ich hier Steaks dabei. 27 Stück. Das sollte reichen, um satt zu werden. Lecker. Hier oben. Hier in diesem Bereich. Da will ich den Berg dann uns auch gleich anpassen, wenn wir schon mal dabei sind, bei der Gelegenheit sozusagen. Hier oben soll ja mal die große Kathedrale hin. Na, wisst ihr ja noch. Die soll hier oben irgendwann mal entstehen. Und dazu muss dieser Berg, der jetzt hier noch sehr weit ausufert, ein bisschen zurückgesetzt werden. Dann möchte ich ganz gerne natürlich hier diesen Turm weiterbauen. Und das obere Zimmer. Ja, könnten wir eigentlich mal gleich mal ein bisschen Wolle besorgen, bevor ich jetzt hier eine Aufnahmepause wieder mache. Bei dieser Mini-Mini-Mini-Aufnahme. Und wir müssen mal sehen. Hier hinten. Ich gehe da mal hin, um das zu verdeutlichen. Hier hinten. Also nicht bei diesem Gebäude, was auch noch nicht fertig gebaut ist. Nicht wahr, Schafis? Hier soll ja diese 100. Die ist ja schon ein bisschen eingestaubt. Ich glaube, war die jetzt für 100 Folgen oder 100 Abonnenten? Ich weiß es gar nicht mehr so richtig, muss ich zugeben. Die muss ja auch noch geändert werden. Da muss ja was anderes hin. Und zwar soll hier oben ja dann ein Schriftzug hin mit Hundsgrab. Das hatte ich damals mit dem Panda-Papst mal so besprochen, dass wir das so machen wollen. Dass hier,
dann nicht mehr die 100 ist, oder vielleicht kommt die einfach dahinter und wir machen den Schriftzug davor. Und die 100 lassen wir einfach aus Traditionsgründen. Dass der sich hier so lang zieht, dann würde da Hundsgrab 100 stehen. Naja, muss ich mal gucken, wie ich das mache. Das können wir auch noch in den nächsten Folgen besprechen. Wie will das genau gestalten? Hier hinten ist jetzt ja unser Tannenwald, wo wir schön die leckeren Tannen haben. Und da oben sitzt ein Huhn im Baum und schaut auf die 100 und denkt sich, mein Gott, die ist noch gar nicht so lange da. Und jetzt soll sie wieder weggerissen werden, ja. Armes Hühnchen. Und wir brauchen Kakteen. Das ist auch noch so ein Punkt. Ich möchte nämlich noch mal ein paar neue Farben machen für die Wolle. Ach ja, aus welcher Farbe soll denn der Schriftzug Kunstgrab sein? Bunt will ich ihn jetzt nicht unbedingt machen, also aus mehreren Farben oder so. Er soll schon aus einer Farbe sein. Also er soll schon einfarbig gehalten sein. Die Kakteen kommen hier weg. Aus dem Grund, weil man da nämlich grün rausmachen kann. Kaktusgrün. Und ich werde mich auch nochmal im Wiki schlau machen. Bei Wiki, dem Wikinger und seinen tapferen Männern, werde ich mich schlau machen, was wir denn da an Farben so herstellen können. Das sind ja eine ganze Menge. Für manche braucht man, glaube ich, wirklich spezielle Sachen. Hier, dieser See ist auch total unnütz. Und ich hau jetzt hier mal die ganzen Kakti weg. Die kommen alle weg. Da wird alles grüne Farbe rausgemacht. Damit wir da mal ein bisschen mehr Angebot haben, dann können wir vielleicht auch mal ein anderes Gebäude machen. Die Apotheke soll ja aus Sandstein sein. So ist zumindest der Plan. Aber, ja, aus Sandstein. Da habe ich auch schon eine genaue Vorstellung, wie das aussehen soll. Aber es sollen ja noch mehr Gebäude entstehen. Und da ist auch noch eine Frage an euch. Ich weiß, ich löchere euch jetzt gerade mit Fragen. Aber es ist halt total wichtig, damit ich weiß, wie ich den Hafen weiter gestalten soll. Ich habe mir nämlich gestern schon übelste Gedanken gemacht, was es denn für Hafengebäude geben könnte. Mir ist dabei eine Färberei eingefallen, die aber nicht genau zum Hafen gehört. Also eine Hafenmeisterei, ein Bootsbauhaus oder wie man es auch immer nennt, also eine Schiffswerft eventuell. Die natürlich bei Minecraft ein bisschen kleiner ausfällt, weil die Schiffe ja eigentlich eher, ja, Ruderboote sind. Ruderboote ohne Ruder. Also man paddelt ja da eher mit den Beinen, die man ins Wasser hält. Okay, das sollte erstmal reichen. Da ist ein Hund. Haben wir Knochen dabei? Nee, leider nicht. Aber der treibt sich hier schon eine ganze Weile rum. Nö. Friss mal hier die ganzen Kühe auf und sowas, die hier in der Gegend rumrennen. Mach das mal. Ja, da hinten sind natürlich auch noch ganz viele Kakteen und ein Sumpfgebiet. Aber das kennen wir ja. Das Sumpfgebiet kennen wir ja. Und deshalb gehe ich jetzt mal wieder zurück nach Hundsgrab. Was sich jetzt gar nicht so leicht darstellt, weil wir hier überhaupt keinen Aufstieg haben. Aber ich glaube hier hinten. Okay, jetzt habe ich schon wieder viel geschwafelt. Also, ganz wichtig, schreibt mir mal, was gibt's denn im Hafen? Was könnten zum Hafen für Gebäude passen? Natürlich so eine Hafenschenke. Also, ne, so ein Rotlichtmilieuschenke. Nenne ich das jetzt mal. Wo dann die Hafendirnen auf die Seeleute warten, um mit denen zu reden. Na, ganz klar. Weil die haben ja lange nicht geredet mit anderen Menschen. Hackeball kann da eine schöne Geschichte erzählen drüber, bestimmt. Ja, und die wollen natürlich mit anderen Menschen auch mal reden. Ich sag jetzt nicht, dass hier der Friedhof noch erweitert werden muss und noch ein bisschen verändert werden muss. Weil dann, da habe ich mir wieder was vorgenommen, was ich nicht halten kann, ne? Derjenige weiß schon, wen ich meine. Und hier verstecken sie sich hinter dem Süppelhuhn zu geheimen... Ah, Diamantspitzhacke, das ist ein geiles Angebot, also ein gutes Angebot. Das müssen wir auch mal eingehen demnächst. Also, passt auf, Freunde. Ich lege mich jetzt wieder schlafen gleich. Ach, vorher müssen wir auch noch unbedingt was machen. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt so schnell noch gebrezelt kriegen. Auf die Schnelle. Moment. Denn wir brauchen unbedingt... Und ich glaube, die machen wir jetzt einfach mal aus Eisen. Ja, ich weiß. Aus Eisen. Und hier, dieses ganze Kram muss hier nicht rein. Mache ich mir jetzt hier so eine Hacke. Denn hier fehlen ja noch ein paar Fächer mit...
Mohrrüben, ne? Das ist unvollständig und das können wir so nicht lassen. Und diese Fächer, das muss weg. Hier muss der Boden gemacht werden und hier müssen Mohrrüben rein. Das sind alles so Sachen, so die unvollendeten Dinge, die einfach noch so im Raum stehen. Ja, 3 und dann fehlen uns genau noch 2. Okay, dann hauen wir hier auch nochmal so ein Ding ab. Zack. Und das sind 2. Perfekt. Ah, nicht perfekt. Und das sind... Jetzt haben wir 3. Haben wir eine zu viel und es ist dunkel geworden. Und gleich werden die Monster kommen. Ah, das passt perfekto. Und uns die Bürger auffressen. Alle. Und dann haben wir keine Bürger mehr und müssen das Let's Play leider beenden. Also, ich renne. Und hier, so macht das Constantino immer. So bewegt er sich den ganzen Tag durch die Gegend. Er hat sich nämlich so ein bisschen amüsiert über meine Art zu spielen. Dass ich da zu langsam wäre, ne? Konstantin? Aber wenn ich den ganzen Tag immer nur so durch die Gegend renne, also immer nur so. Ich weiß nicht, ob das so toll ist. Nein. Kleiner Scherz. Unter Let's Playern. Ich leg mich hier mal schlafen. Aufnahmeende, ne? Gehabt euch wohl. Spielt tapfer weiter Minecraft. Und wir sehen uns in der... Quatsch. Blödsinn. Ich bin total bescheuert. La. So, ich renne natürlich wieder runter. Hier hat jemand die Tür aufgelassen, was total schlecht ist. Also, ne, Konstantin, ich werde jetzt auch immer noch so durch die Gegend rennen, wenn das den Zuschauern besser gefällt, um zu zeigen, dass ich ein total schneller Minecraft-Spieler bin. Nein, war nur ein Scherz. Scherz ganz schön oft über mich jetzt in letzter Zeit, mein Freund. Die Kakteen packen wir hier rein. Da sind schon 2. Und wir packen auch das Zuckerrohr hier rein. Und sagen Adieu, Hundsgrab. Wir machen einen Zeitsprung. Den Rucksack. Nehmen wir mit. Gucken, ob das Süppel uns zu Hause ist. Sonst funktioniert das Ganze ja nicht. Zack, Tür zu. So, liebe Freunde, das war eine sehr kurze Aufnahme, ich weiß. Aber es hat auch seinen Grund. Ich will nämlich einiges an Zeit überbrücken. Oh, ja, das habe ich schön gesagt. An Zeit überbrücken und wir sehen uns wieder. Gehabt euch wohl. Spielt tapfer weiter Minecraft. Und Leute, bleibt vor allen Dingen gesund, das ist das Allerwichtigste. Und auf Wiedergesehen. Und jetzt geht's in den magischen Brunnen. Achso, die magischen Worte nicht vergessen, ne, Süppelhuhn? Magischer Brunnen, vollbringe dein Werk und schicke mich durch die Zeit.